die sind auch nicht. Die sind oft, weichen oft stark ab vom normalen Clone. Das heißt, ich bin jetzt nicht der, also wie gesagt, nicht der Integrator-Typ, der Clone installiert und die Out-of-the-Box-Funktionalitäten, also also gut verwendet und sich halt auskennt und das System, so wie es vorfindet, halt anpassen kann und so. Ich bin halt eher der Typ, wo halt die Clone-Seiten dann nicht mehr wie Clone aussehen, wenn ich dann fertig bin damit. Ob das jetzt gut ist, oder? Deswegen wollte ich jetzt mal, also warum ich Clone verwende, möchte ich zuerst also aus meiner Perspektive betrachten. Und ja, ich zeige euch noch kurz einen Überblick hier meinen Vortrag. Warum verwende ich Clone und nicht sagen wir WordPress oder Drupal oder weiß gar nicht, was gibt es denn in Java, oder? Typo 3 sagt PHP, oder? JBoss. Das ist das, worauf die Leute in den höheren Etagen abfordern. JBoss. Warum verwende ich Clone? Weil Clone ist nicht PHP, Java oder .NET. Also PHP bedeutet meistens schlampige Programmierung. Java bedeutet oft zu komplizierte Programmierung und für .NET geht das Gleiche. Die haben ja irgendwie so eine APIs, wir haben das heute in der früh schon gehört, wenn die Leute auf ein relativ komplexes System wie Clone wechseln, aber von .NET kommen, dann sind sie immer noch denken, dass das irgendwie super einfach ist. Und dann wechseln sie auf Django, wie wir gehört haben. Was ich nicht mag, ist dieser Enterprise-Style, der was irgendwie um Java und .NET herumschwirrt und wo ich also mit so Konzepten wie Soap und Beans arbeiten muss, also da sind die Java Enterprise Patterns gemeint, wo halt furchtbar kompliziert sind, wo sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, die eigentlich mit der Realität irgendwie in Kontakt verloren haben, ja, kann man sagen. Also die sind einfach irgendwie da in ihrem Ding. Nicht? Also ich mag es sehr einfach haben. Ja. Ich mag auch keine Anzüge und Krawatten. Deswegen mag ich auch Clone, weil in der Clone-Community gibt es Referent. Vielleicht in der Pause dann schnell wechseln, ja. Nee, ich bin mir sicher, mit dem anderen Zeug jetzt noch mehr. Aber da geht es jetzt auch um die Developer-Community und so und da ist man halt mehr leger als steif. Ja. Und macht auch mal Party, ja, also da ist dieses Symbol ist das durchaus positiv zu verstehen. Ja. Aber es gibt ja keine Hands. Was das bedeutet, das ist irgendwie so ein Insider, muss man nicht verstehen. Es gibt kein Go-Go, darauf kann man es, glaube ich, reduzieren. Ich mag Python, also ich mag Clone, weil es Python verwendet, klarerweise, weil Python ist fun und produktiv. Python ist einfach, lesbar, expressiv. Ich kann mit Python Sachen viel schneller machen als mit anderen Programmiersprachen. Ich kann mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ich muss nicht ewig lang Dokus lesen. Ich habe ein System, was meinem Hirn entspricht, wo ich mal die APIs oder die Funktionen leicht merken kann und mich eben mit dem eigentlichen Problem auseinandersetzen kann, statt mit dem System, ja? Also statt gegen das System zu kämpfen, sozusagen. Allerdings, Clone bricht so ein bisschen das Versprechen, was Python macht. Das ist nicht nett vom Clone. und zwar
Clone ist nicht einfach, nicht messbar, nicht explosiv, leider. Wobei es immer noch besser als vergleichbare CMS eben in diesen anderen Programmierumgebungen. Und das, ja, das tut ein bisschen weh. Dann die nächste Stärke jetzt wieder vom Clone ist eben die Community. Das habe ich schon gesagt, auf der verkehrten Seite, auf der Java und Net Seite haben wir das schon gehabt. Hier haben wir auch Pants und Partys. Die Community ist ein bisschen auf der ernsteren Seite. Es ist natürlich interessant, Leute aus eurer Herren Länder zu treffen. Es geht freundschaftlich zu, gleichzeitig professionell. Es ist nicht so wie, dass jeder jetzt so ein Student wäre oder so. Das muss ja nicht schlecht sein. Aber ich mache das jetzt mit dem Wink auf GHP, sage ich das. So schaut es in der Community aus. Ganz Stärken sind aus meiner Sicht die Flexibilität, die Erweiterbarkeit, was ziemlich das Gleiche ist. Clone sagt ja, wo andere geht nicht sagen. Also ich kenne wenige Probleme. Ich kenne wenige Dinge, die was man nicht mit Clone partout nicht machen kann, nur wird es halt leicht komplex. Aber das ist ja definitiv einmal, also die Erweiterbarkeit von Clone ist ja durchaus wichtig. Ne? Was man dann im Detail, welche Mühen man dann im Detail hat, ist eben die andere Seite. Noch eine andere Stärke ist die Anpassungsmöglichkeit für Integratoren, die Anpassung to the Web. Aber das ist eben nicht meine Sichtweise. Diese Geschichte, dass man ins ZMI reingehen kann und so leicht einmal schnell mal ein Template verändern kann oder andere Dinge anpassen kann und konfigurieren, das ist sehr interessant für so Bastler und Communities. Ich habe letztens einem Freund so eine Video-Jukebox mit Hilfe von Plumi, das ist so ein Add-on, und Clone zu bauen, und das war wirklich, ich war erstaunt, was der mit dem Clone, weil ich halt nicht so arbeite normal, ich arbeite normal mit Versionskontrolle, la, aber der hat erstaunlich viel mit dem Tool machen können. Natürlich kann er zum Beispiel jetzt nicht auf die nächste Clone-Version upgraden und so weiter, also es ist leicht auch eine Sackgassengeschichte, ja, mit dieser Web. Und deswegen mache ich das eigentlich bei meinem Projekt nicht. Aber wie gesagt, es hat ja seine Anwender und durchaus seine Berechtigung, wenn man daher kommt. Der Clone Core hat viele Features out of the box. Es gibt viele freie Add-ons. Da muss man allerdings dazu sagen, dass man nicht, also in meiner Arbeit kann ich selten Add-ons einfach nehmen und oft muss ich, sagen wir, 5 Add-ons durchtesten, bevor ich eins finde, was qualitativ passt. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht geht es bei euch auch so, aber das ist halt so in einer Community. Nicht jeder hat die gleichen Coding-Standards, nicht jeder macht Tests und so weiter. Für den einen reicht es, wenn es funktioniert, für den anderen muss es irgendwie sehr solide sein und so weiter. Und ich habe eben letztens ein Projekt angefangen vor über einem Jahr, wo ich einige dieser Clone, was ich jetzt mal nenne, Killer-Features gebraucht habe, aber wo mir eben Clone zu viel war. Ja? Das sind aus meiner Sicht diese Killer-Features, die Clone, also wo Clone leicht die Konkurrenz aushebelt, sage ich mal, weil es einfach, also zum Beispiel Rechte wollen Gruppen, ich weiß nicht, Jan Ulrich hat heute schon drüber geredet, dieses Rechte-Management, und wenn dann noch Workflows dazukommen, also da kann man ja mit vergleichbaren CMS, da kann man ja nichts anstellen, oder? Da gibt es, glaube ich, gibt es da überhaupt irgendwas? Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen die Scheuklappen auf, aber das ist auf jeden Fall eine absolute Stärke. Ich finde das Object-File-System eine unheimliche Stärke, weil also dieses Mapping von dieses, die,
Idee von Files und Folders und einer Hierarchie, das finde ich, das passt halt super zusammen mit dem Problem und oft, dass man halt Sachen organisiert, hängt ja auch zusammen mit dem Rechtemanagement, das vererbt sich ja dann in die Hierarchie rein und so. Also diese Kombination von diesen drei Dingen, die finde ich unheimlich stark und deswegen verwende ich auch oft Plone oder habe sie in der Vergangenheit verwendet, wo sie vielleicht nicht so super gepasst hat. Ja. Da, aber ich habe halt nichts anderes gehabt. Jetzt habe ich dieses Projekt gehabt und habe mir gedacht, vielleicht kann ich das extrahieren, da kommen wir gleich noch drauf. Eben das Object-File-System, da habe ich eh noch ein Beispiel aus dem ZMI. Ja. Diese Folder-Hierarchie, finde ich, damit kann man eine ganze Reihe von Problemen sehr schön lösen. Dieses rechte Rollengruppen, ganz stark ist halt dann, wenn man auf bestimmte Ebenen Gruppen oder Usern bestimmte Rollen zuweist. Das ist der, nee, das ist die Groups Overview und eben die Workflows. Ich glaube, da wissen eh die meisten, was gemeint ist, das muss ich jetzt nicht groß erklären. Oder? Jetzt kommen wir zu Plones Schwächen, also das war quasi gleichzeitig eine Stärke, das ist aber auch eine Schwäche, dass es zu viele Features hat, das Plone. Ja? Ich meine, es gibt Features, die ich noch nie verwendet habe in einer Plone-Installation, zum Beispiel Content Rules oder so eine Dinge, oder die Portlets finde ich jetzt auch nicht so. Klar, Portlets braucht man, aber die Portlets sind dann irgendwie passen oft nicht. Da wäre mir lieber, dass der Core ein bisschen sich konzentriert auf die wichtigen Dinge und dass sich die Sachen, die vielleicht nicht so essentiell sind, mal in Add-ons lieber rausmacht. Ja? Also das wäre so meine Philosophie, wenn ich ein CMS machen würde, was ich ja gemacht habe. Genau, Plones Schwächen, da haben wir heute von der Elisabeth schon ausführlich gehört. Nochmal kurz, verschiedene konkurrierende Technologien. Plone ist ein bisschen alt und leider ist das Aufräumen passiert nicht so häufig, also im Code jetzt, wie das neue Features dazu machen und daraus ergibt sich dann eine Situation, wo man zum Beispiel drei verschiedene Formularbibliotheken, also im Plone verwendet oder drei verschiedene Arten Properties zu speichern oder so. Und daraus ergibt sich natürlich eine Komplexität. Da muss man, wenn man mit Plone arbeitet, fällt man leichter mal in so ein Loch rein, wo man dann sich erst wieder zurechtfinden muss und wie funktioniert das jetzt genau. Also, klar, es ist eine komplexe Software, aber durch diese Geschichte mit den verschiedenen konkurrierenden Technologien, die was eigentlich das Gleiche lösen wollen, wird es natürlich noch komplexer. Oder wird es dann kompliziert. Genau. Wie ist es noch zustande gekommen? Eben eifriges Adaptieren. Zog 3 und die Component Architecture ist sicher zum Beispiel, wo man gedacht hat, das ist jetzt so irgendwie so der Weisheit letzter Schluss. Ja, und dann haben wir jedes Problem damit erschlagen wollen. Jetzt hat man es halt in der API drin. Plone hat ja auch das Problem, dass es rückwärts kompatibel bleiben muss. Und dann kann man solche Dinge, solche Vergehen, sag ich mal, nicht mehr so leicht ausmerzen. Die Grafik habe ich als OLO. Ich meine, die kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen, da geht es um Lines of Code, okay? Da sind 250.000, oben sind 500.000 Zeilen Programmcode in Plone und unten sind die Jahre, also hier hat es angefangen mit der Versionskontrolle ungefähr. Ich weiß, mir kommt es ein bisschen übertrieben vor, ja, aber gut, ich nehme es trotzdem her. Ich weiß nicht, ob es 100%ig passt. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand eine Idee, der was mit dem Git und dem Ding aktuell arbeitet. Aber das illustriert auf jeden Fall
Ich meine, ich glaube 2005 oder 2006 gab es eine Clone-Version, das war meine Lieblingsversion, das war Clone 2.5. Die war irgendwie, da war ein bisschen Views und so drin, aber noch nicht so viel von der Component Architecture. Und da hatten wir schon, sagen wir, diese Killer-Features gab es ja eigentlich schon von sehr früh an. Ja? Also die Features, die ich oft brauche und die sich meine Projekte drehen und mit denen ich Probleme löse, die gab es schon irgendwie da. Ja? Und aber die Lines of Code und damit die verbundene Code-Komplexität ist halt weiter und weiter gewachsen, aber ist nicht unbedingt gleichwertig oder proportional zu der Zahl der Features oder der Gründe, warum ich Clone einsetzen würde. Und ja, mit der Komplexität gibt es oft System Errors. Hier zu sehen auf dem Plakat. Das ist ein Foto, das ist am Corpusser Tor gemacht worden, also ein Teil von einem Foto. Weil Christopher Street, der ist ganz witzig gefunden. System Error Change, please. Ja? Also Entwickler denken sich danach, ich möchte vielleicht was anderes. Manchmal. Bei der Plonkonferenz muss man ja manchmal dazu sagen, das ist zu. Machen wir weiter. Pyramid, die Versprechung, da hat jetzt der Tom schon drüber geredet, die Vorteile ganz kurz, es ist eben Pythonic, es hält die Versprechen quasi von Python, ja? Man kann es sich einfach merken, man braucht eben nicht so oft in die Doku zu schauen, es verwendet einfach, ja, es ist eine homogene Geschichte. Und natürlich hat es den Vorteil, dass es ein neues Projekt ist und dadurch die ganze Komplexität, die mit dem Alter dazugekommen ist, wegfällt. Pyramid hat einen kleinen Kern, also gut, Pyramid ist in dem Fall vergleichbar mehr mit Zoo als mit Clone, weil es ist ein Framework. Und der kleine Kern ist eben ausgezeichnet dokumentiert. Und das ist ein bisschen so eine Erleuchtung. Ja? Und es ist sexy. Das ist Codebusator. Das CMS heißt Coty und Codebusator war so der Namensgeber. Ja. Das, also die Berliner sagen da Coty dazu. Genau, Pyramid ist also Basis für allerlei Anwendungen. Und skaliert gut mit komplexen Anwendungen. Es ist nicht nur für CMS gut. Die Zoop-Wurzeln. Pyramid kommt schon mit vielen dieser Killer-Features von Clone bzw. von Zoop. Die gibt es schon irgendwie da dabei. Also Traversal, Vergleiche OFS. Traversal ist quasi ein Dreiviertelschritt zum Object-File-System hin. Da geht es eben darum, dass man diese Folder-Hierarchie schön abbilden kann. Eben Rechte wollen Gruppen und Workflows, das habe ich mir schon bei Zoop erklärt. Und diese Dinge, okay, streng genommen, Pyramid hat nicht Workflows, sondern Pyramid Add-on hat Workflows. Aber diese Dinge habe ich schon in einer Library-mäßigen Form vorliegen im Pyramid. Also ich kann. Die sind auch super dokumentiert und so und ich kann die eigentlich schon einsetzen. Ja? Also diese Killer-Features, die gibt es schon. Da muss ich jetzt, wenn ich nur die Dinge brauche, dann muss ich jetzt nicht mehr auf Clone zurückgreifen. Genau, viele weitere Komponenten, da haben wir vielleicht auch schon ein bisschen was gehört. Ich finde den Erweiterungsmechanismus bei Pyramid ziemlich gelungen. Da geht es also darum, Themen ZCML und Quick Installer und so. Pyramid hat so einen Mechanismus, da sagt man im INI, im Konfigurationsfile, sagt man da pyramid.includes ist gleich und dann gibt man eben diese Pakete an, die dann diese Pakete stellen bereit eine Funktion, die dann aufgerufen wird zur Startzeit von Pyramid. Und das ist wirklich eine
ja, so ein Beispiel für so eine Funktion wäre schön, aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht drin. Da kriegt man eben diesen Pyramid-Konfigurator mit und kann dann Views registrieren und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, das funktioniert mit einer normalen Python-Funktion und da kann man dann auch flexibler arbeiten als mit ZCML, also ganz normal Python-Conditions machen und so, das ist ganz, ganz eine schöne Geschichte. Pyramid I18N gibt uns die Internationalisierung, das haben wir auch schon gehört. Ist natürlich auch, wenn man ein CMS wie Clone machen will, eine wichtige Geschichte und oft ein Grund, warum man Clone einsetzt. Templates und Customization. Chameleon haben wir schon gehört heute. Pyramid Assets haben wir auch schon gehört. Was ich schön finde bei den Pyramid Assets, ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht nochmal kurz erwähne später. Aber die Pyramid Assets, also das ist ein Pyramid Feature, die lassen mich schon quasi CMF-like, wie bei den CMF-Skins, ja, wo man dann, weiß ich, da hat man ja diese Skins-Verzeichnisse und dann hat man My Product und so weiter. Oder ich glaube, ehrlich gesagt kann ich mich nicht so sehr erinnern, ja, ich habe ein bisschen verdrängt. Da kann man ja vom Clone, glaube ich, so die Templates überschreiben. Ja? Also die Idee ist, dass du in deinem, sagen wir mal, CMS oder in deinem Paket, was auf Pyramid basiert, kannst du ein Verzeichnis haben, das da heißt Templates und dann hast du ein Login-Formular drin, .pt, sagen wir. Und dann jemand, der dein Paket erweitern will, der kann jetzt einfach hergehen und diese gleiche Hierarchie in seinem Paket abbilden und dann wahlweise von dir Templates überschreiben. Also zum Beispiel, was weiß ich, Login und dann hast du vielleicht das Master-Template von dir und dann geht jemand her und ich schreibe jetzt einfach mal Cookie da davor. Ja? Und dann kommst du mit deinem Paket und überschreibst dann halt nur diesen Teil, ja, also ganz gleich wie bei den CMF-Skins. Und das ist eine schöne Sache, weil da muss man auch nicht viel irgendwie rumvorwerken. Genau, Security haben wir schon geredet. Okay, die Realität von Pyramid ist auch, dass es keine Anwendung gibt, die bis mit Pyramid dazukommt, ja, also der Core ist insofern kleiner als wieder Zog 2 Core oder so, weil es gibt keine ZMI, es gibt kein CRUD, also Create, was Rename, Update, Delete, es gibt keine Datenbank, also insofern ist es, wie der Autor gerne sagt, unopinionated, schwieriges Wort. Das heißt, man kann seine eigene Datenbank verwenden. So, das ist natürlich nicht so super, wenn man jetzt schnell ein CMS machen will. Das heißt, man muss diese Dinge, die schon verfügbar sind, nochmal zusammennehmen und zusammen konfigurieren. Habe ich jetzt weiter noch eine Minute? Genau, die Verdrahtung und die Konfiguration fehlt noch. Die Persistenz, das letzte Stück, was fürs OFS noch fehlt, User Interface, Formulare, diese Dinge fehlen. Benutzerverwaltung, das war das, was wir heute gehört haben, das braucht man typischerweise. Man braucht ein Control Panel, wenn man jetzt mit Add-ons arbeiten will, wenn Add-ons sich registrieren oder du ein Add-on machst für dein CMS, willst du oft, dass du es konfigurieren kannst an einer Stelle, also wie im Clone. Und das ist das, was das Conti liefert, ja? Also diese Punkte. Conti will die Lücke schließen zwischen CMS. Conti ist gleich wie Clone ein Framework und ein Out-of-the-Box CMS. Das heißt, es ist auch dieses Hybrid-Ding. Ja? Das ist jetzt cool, ist nicht? Aber interessant, wenn man sich orientieren will. Weil ich hab Conti vielleicht bis jetzt ein bisschen schlecht vermarktet. Und zwar nur irgendwie als einfaches kleines CMS.
Aber in Wahrheit ist es ein Framework, ja, das möchte ich irgendwie da noch verbessern. Genau, basiert eben auf Pyramid und versucht die Pyramid-Komponenten, die es eh schon gibt und die super dokumentiert sind und so, zur Gänze auszuschöpfen für seine Zwecke. Genau, es gibt wenig neue Konzepte. Möglichst Bekanntes soll man als Pyramid vorfinden, das heißt, man macht ganz normale Pyramid Views, man kann seine eigenen Formular-Frameworks hernehmen. Coty erbt die Stärke von Pyramid dadurch, also hoffentlich auch dieses Versprechen der Einfachheit von Python. Coty verwendet SQL Alchemy, das ist also SQL-Datenbanken, das ist ein großer Unterschied zum Clone. Das hat sich eigentlich so ergeben, das war jetzt nicht die super bewusste Entscheidung. Das heißt kein ZODB, sondern eine SQL-Datenbank. Und basierend auf SQL Alchemy gibt es wiederum keine großen Abstraktionen. Das heißt, man kann wieder die SQL Alchemy API und die ausgezeichnete SQL Alchemy Doku benutzen, um in Coty zum Beispiel Abfragen zu machen oder Updates oder so. Es gibt eine Abstraktion, das ist die der Nodes, das sind also diese Knoten im Baum. Das ist aber so ziemlich das Einzige. Und zwar, also das kommt dann erst noch später, das ist ein bisschen doof. Okay, Coty basiert also auf SQL Alchemy und dann auf Twitter Bootstrap. Also die Default-Oberfläche, die nach diesem Schema relativ leicht austauschbar ist. Die Default-Oberfläche basiert eben auf Bootstrap. Ja, ich meine, wer Bootstrap kennt, ich meine, das ist halt so ein von Twitter bereitgestelltes Framework für CSS und JavaScript und das schaut halt alles irgendwie einheitlich aus. Man muss sich nicht, also ich kann auch eine Seite jetzt schön machen, plötzlich, ja, mit Bootstrap, obwohl ich überhaupt normal kein Talent dafür habe. Aber wenn man diese einfachen Regeln befolgt, die eben auch super dokumentiert sind, ja, dann kriegt man eine saubere Oberfläche. Crazy sexy. Für die Default-Formulare wieder, es gibt keinen Grund, nicht ein anderes Formular-Framework, wenn man wirklich klickt, herzunehmen, aber die Default-Formulare, die verwenden Deform und von Deform bekommt man, also von Colander und Deform bekommt man Schemas, so wie man es von Zoop kennt, und Validierung und Widgets. Das heißt, da verwendet Coty wieder eine Komponente, die außerhalb von Coty schon vorher existierte und erfindet jetzt nicht das Rad neu. Ja? Also es geht darum, das ist die Message, bestehende Komponenten so zusammen zu schließen und zu kombinieren, dass daraus ein brauchbares CMS wird und dass man sich das nicht alles selber immer bei jedem neuen Projekt zusammenstecken muss, diese quasi State-of-the-Art Komponenten. Es gibt ja dann auch die Kaffeepause, ja? Ich kann euch ein bisschen übertreiben. Beaker für Sessioning ist jetzt gerade nicht super interessant. Coty verwendet jetzt auch ein Clone-Paket, was für manche ja, also wo ich das zum ersten Mal geschrieben habe, ja, das ist Requires einfach was Clone-Paket. Und die Sache ist ja die, dass Clone-Pakete teilweise so programmiert sind, oder die Idee war, dass man das auch außerhalb von Clone verwenden kann. Und ich glaube, vielleicht ist Coty einer der ersten, die eigentlich jetzt Clone-Pakete in der Art benutzen. Und zwar in dem Fall dreht sich so um das Clone-ITN-Paket. Da geht es um Internationalisierung, da geht es um Flags und URLs, dass die je nach Sprache, also dass es Ü zum U wird und dass es, was weiß ich, diese Regeln halt die verwendet jetzt Coty als Clone-ITN. Und es gibt auch, ich habe einen Plan, dass ich das Clone Transforms, das heißt so, verwende, um eben was will ich denn damit machen? Restructured Text zum Beispiel auf HTML zu rendern. Ja? Das war schon so eine Idee, weil wir programmieren mit Restructured Text und dann.
könnte man Repos, Workflow ist ein super Tool. Damit kann man, es funktioniert ganz gleich wie AstSoft bekannt und es ist super leicht zu integrieren. Ich verwende es in meinem Projekt, woran ich arbeite schon seit längerer Zeit, und ich verwende es mit Kotlin und es funktioniert super. Es gibt eine deklarative Konfiguration mit ZCML und sollte man sich anschauen. Genau, also damit du es nicht machen musst. Ja? Kotlin loves you is the message. Love is the message. Genau, Kotlins Design ist eben, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen rausgekommen, hat sich herauskristallisiert, möglichst einfach, kein Big Design. Ich bin gefragt worden, ich soll das Kotlin ein bisschen vergleichen mit Tar. Kann ich jetzt nur in meiner Position nur schlecht über Tar reden. Ich glaube, ein Unterschied ist bestimmt, dass Tar größer ist. Was ist es? Tom. Was ist Es ist ein Framework für CMS, basiert auf Pyramid. Also es ist direkte Konkurrenz. Ja. Und es ist schlecht. Tar ist ein bisschen größeres Design, ja. Also da steckt der Alan Ronnie dahinter, den man heute glaube ich noch sehen kann. Und der hat sich da mehr überlegt. Ja? Ich bin mehr der Typ, der sagt, Evolution statt Big Design. Und deswegen. Also für mich der wesentliche Punkt, ja? Hier konnte ich nochmal nicht Tar, ist halt, Tar, das riecht halt nach Martin Vance hier. Die haben ja eigene Form-Library, die haben ja eigenes Template, die machen alles, das sind 11.000 Zeilen Code, da gegenüber, glaube ich, 3.000 von Kotlin. Und Kotlin verwendet halt alles schon wieder. Und da bin ich einfach rückwärts aus dem Raum gegangen sozusagen und habe das da liegen lassen. Die machen zu viel selber. Ja. Bin ich froh, dass du das gesagt hast. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, das ist ziemlich sinnlos jetzt. Oder soll ich weiter? Nee, ich habe über dieses, ich weiß nicht. Ja, wir haben noch ein bisschen Diskussionszeit machen. Ja, ich kann vielleicht noch so einen Lightning Talk noch, was die Python API angeht, weil ich habe noch ein paar Slides, so wie man es verwendet und so, ein bisschen Live-Coding könnte ich vielleicht einen Lightning Talk machen, weil das fällt jetzt irgendwie auf den Rahmen. Ich kann gerne das User Interface zeigen. Wie mache ich das jetzt bei meinem tollen System? Ah ja, ich habe es hier installiert. Und wie man es installiert ist, man macht sich eine Virtual Env, kann man das mit lesen? Nee, gell? Ja, okay. Virtual Env, so, das kennt man vielleicht. Packages. Ah, jetzt habe ich meine Installation, meine Existieren nicht zerschossen. Und dann Pip install Kotlin. Ah, jetzt sagt er doch, dass ich schon installiert habe. Okay. An der Stelle würde man sonst eine Minute warten oder fünf. Und dann kann man es mit diesem, das ist dieses Pacer Server, also ein. Man beachtet die unheimlich lange Startup-Time von einer Sekunde oder so. Genau. In your face, please. In your face programming. Genau, jetzt kann ich da also auf Port 5000 gehen. Und du hast ein paar Bier verdient jetzt. Ah, da ist es. So schaut es aus. Bootstrap. Ich habe da zwei Seiten. Das ist halt Default Content, der irgendwie drin ist, wenn man es zum ersten Mal hochstartet. Da kann ich halt hin und her schalten. Ziemlich cool, oder? Ich glaube nicht mal eine, okay? E-Dot kenne ich nicht. Aber ich kann halt da Edit dahinter schreiben. Habe ich das erwähnt, dass die Edit und die View-Oberfläche strikt getrennt sind? Also man kann mit Kotlin die View, also die öffentliche Interface
editieren, das heißt CSS anpassen und stylen und so, ohne dass man das Edit-Interface, weil das finde ich bei GNOME oft dumm, weil du musst beim CSS immer aufpassen, dass du zum Beispiel die Formulare nicht von deinem Backend irgendwie so schießt. Jetzt habe ich eben diese Editor-Bar da oben bekommen, die gibt es glaube ich dann auch im GNOME 5 oder 6. Genau, da kann ich jetzt also hin und her schalten zwischen View und Edit. Also diese Editor-Bar habe ich jetzt nur, wenn ich eingeloggt bin. Ne? Da kann ich halt den Inhalt editieren. Es gibt TinyMCI-Integration, was wir vielleicht bei dem Sprint, genau, den Sprint sollte ich noch erwähnen. Wir möchten sprinten. Und zwar gibt es ein paar vielleicht interessante Themen auch für Leute, die mal das System einfach anschauen wollen, ein bisschen ausprobieren und so. Ich meine, man könnte zum Beispiel einen Blog entwickeln damit. Die Tools sind zum großen Teil schon da. Da am besten nochmal drüben oder wenn ihr mich seht oder Andi oder Tom oder so anquatschen wegen Sprint-Themen. Jetzt habe ich aber vergessen, was ich davor sagen wollte. Ich habe irgendwie was reingeschoben. Naja, ich glaube, das war's, oder? Danke. Ist da ein Taster-Template oder irgendwas? Weil ich habe wenigstens installiert, nichts da. Ah, ja, genau. Also, du brauchst ein INI-File. Du brauchst dieses INI-File, das, wenn du die Installationsanleitung anschaust, da steht, das. Jetzt gerade ladest du es dir runter. Du warst nur dieses Development Mini-File. Weißt du, dieses Paster. Das schaut dann halt ungefähr so aus. Aber ich habe mir überlegt, da wäre es vielleicht schön, wenn man gleich per Kommandozeile oder so sich so einen File machen kann. Jetzt gerade muss man in die Doku schauen, wie die URL aussieht, wo man sich das File runterladen kann. Schmeißt es auf den Stack und macht einen Ping-Start-Copy oder sowas? Ja. Ja. Ja, so was in der Richtung. Ja, in der Doku. Ah, okay. Ja, es ist halt auch nur so wenig. So, wo ist denn das Paster-Template? Nee, wieso ist das halt eine. Okay. Also mit diesem INI-File kann man eben so Dinge overriden, zum Beispiel die Content-Types, die es gibt in der Seite. Und verschiedene Dinge und die Add-ons und so weiter. Jens? Den Gogo im Chat, und hat ihm das gesagt, heißt, ich grüße den Mr. Sichtnix. Ich habe keine Ahnung, so ein Ding zwischen euch sein. Sichtnix? Sichtnix. Ich kann mich vage erinnern. Aber danke. Ihre eigene Website gemacht damit.
ich arbeite schon, also ich habe zwei Projekte, eines davon ist recht groß. Also es wird jetzt nicht so schnell weggehen oder so auch. Und ja, der Tom und der Andi arbeiten auch schon damit. Und ja, es wäre schön, wenn noch Leute dazukämen, nicht? Und ihre Ideen mit einbringen und so weiter. Ja. Was vielleicht am interessantesten sage ich für die, die vorher nicht beim Tom drin waren, dass man das Ganze missbraucht, nicht als CMS, sondern für die User-Verwaltung. Wenn man eine andere Standard-Applikation hat, wo eine User-Verwaltung drin braucht, dass man da sofort lernen kann. Ja, ja. Man kann mit so Konfigurations-Switches oder so in seiner Applikation kann man die Views wahlweise abschalten oder durch diese Includes, die was wir da gesehen haben, durch diesen Mechanismus kann man halt Teile wegnehmen oder nur manche Teile aktivieren. Und so kann man dann auch nur die User-Verwaltung und zum Beispiel den Notes-Teil, dieses Content-Management-Teil nicht verwenden, wenn man will. Das war mein erster Use-Case. Da habe ich ihn gefragt, ist es denn modular? Kann ich das gezielt rausnehmen? Und die Antwort war, nee, ich brauche das jetzt alles. Aber es ist auch so wenig, dass ich glaube, der Overhead ist jetzt noch zu modularisieren und dann hat man da noch eine Abstraktion. Das lohnt sich gar nicht, sondern es ist eh so wenig. Ich importiere einfach alles und deaktiviere das, was ich nicht brauche. Also nicht jetzt nochmal Sub-Packages rausmachen. Also das ist, lohnt sich eigentlich nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass wir den ersten so brauchen. Ja. Aber das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Variante, wenn jetzt jemand sagt, über Pyramiden mit ZDB verwenden, aber will die Nutzerverwaltung haben, könnte die sich mit Pyramiden rausnehmen. Ich denke, das würde funktionieren, ja. Dann würden die User ihre Sekundaten abgeben. Du kannst die User, könntest du auch plagen. Also die User kannst du plagen, die den Backend, wo die herkommen. Die könntest du dann auch umleiten auf die ZWP. Aber defaultmäßig dann nicht herkommen. Also das fände ich auch nicht. Dann müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube nicht, da, wenn was fehlt, dann ist es vielleicht so. Aber ja, die User-Daten, man ist eigentlich abstrahiert so, dass sie nicht direkt abfahren machen. Der User-Interface-Code und so, da mache ich die im Zyklus auch vorne, sondern da dauert eben eine Abstraktion, die man dann durchaus mit anderen Backends arbeiten kann. Da steht Clone-Conf 2013, machst du die? Ja, ich. Oh. Habe ich das jetzt da? Oh. Es tut mir leid. Ich habe das nicht gesehen. Die ist dann in Berlin, oder? Die ist in Berlin. Zwischen Berlin und Innsbruck.